wenn man den Fullstyle hat, die ganze Einstellung zum Fliegen, der Fliegeralltag wird anders. Man kann das gut, das Gelernte, was man da übt und lernt und neu versteht, gut in seine Alltagsfliegerei mit übernehmen und integrieren. Und somit wird man eigentlich dadurch ein besserer Pilot. Ja, also hier geht es nicht nur, dass man dann Verhänger lösen könnte. Ja, wobei, da braucht man gar nicht so richtig den Fullstall. Da gibt es, sagen wir, so einen Verhängerlösungsstall, so ein Abfallprodukt. Aber trotzdem, die ganze Fliegerei wird sich dadurch verändern. So Sachen wie, dass man Angst hat, okay, der Schirm könnte abreißen, das Landen, Top-Landen. Ja, das hilft einem dabei, wenn man den Fullstall wirklich von vorne bis hinten verstanden hat. Ja, in dieser. Also es ist ein Basismanöver für Performance-Piloten. Ja. Gut, muss ich Jürgen, schnell schauen. wir Ja. hätten eh ein paar Zwischenfragen. Gottes Um Willen. Gottes Willen, genau. Fangen wir mal oben an. Vom Chris. Meine Stärke ist das Ground-Handeln. Den Schirm mit der Nase nach unten zu handeln, funktioniert super. Kann ich das für den Fullstall gebrauchen? Ja, also wer den Schirm so handeln kann, wie ich das jetzt verstanden habe, ja, dass du, wenn der Schirm auf der Nase ist und dass man den dann durchdreht, ja, der hat eigentlich schon ein sehr hohes fliegerisches Niveau. Der versteht den Schirm sehr, sehr gut und der Pilot wird sich sicherlich leicht tun bei diesem Manöver Fullstall, ja, wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe. Ferry, war das richtig? Ja, ich glaube, es ging jetzt nicht unbedingt ums Umdrehen sozusagen, sondern es ging darum, dann über die Bremsen den Schirm zu handeln und dann tatsächlich oben zu halten, wenn man einfach nur über die Bremsen den Schirm aufzieht. Und da kann ich auch nur sagen, also aus eigener Erfahrung, ich habe ja, wahnsinnig viel Ground Handling gemacht und als ich meinen ersten Full Stall gemacht hatte, dann habe ich das sofort, habe ich mich wohl gefühlt und ich habe es damals so weit trainiert gehabt schon, dass ich mit dem Schirm quasi richtig handeln konnte, also nach links, nach rechts laufen, vor, zurücklaufen, währenddessen ich den Schirm sozusagen im Flyback hatte, beziehungsweise im Sackflug. Und das bringt schon viel an Feinmotorik, die man dann sehr einfach projizieren kann aufs tatsächlichen Fullstall, auf den tatsächlichen Stall. Okay, Geht um leider so weit nicht. zu kommen, dass man den Fullstall richtig fliegen kann, ja, bedarf es dann nicht nur 5 oder 10 Fullstalls, sondern da muss man wirklich Fullstall an Fullstall trainieren, um genügend Erfahrung hat, dann, dass man dieses Wissen auch bei der normalen Fliegerei dann eben umsetzen kann. Aber ich glaube, die Jenny wollte noch was sagen oder einspeisen. Ja, die Sorry. Fragen gab es immer. Es gab immer noch weitere Fragen. genau. Dann wollte Erik noch wissen, welchen Schirm empfiehlt ihr zum Fullstall fliegen? Ferdi, sagen wir es nochmal. Ich habe es gerade nicht verstanden. Welchen Schirm zum Fullstall fliegen denn empfohlen wird, sozusagen? Ja, also jetzt zum Einsteigen in das ganze Thema am besten ein einfacher Schirm. Ja, viele Schirme, es gibt, jeder Schirm hat seinen eigenen Charakter und manche sind da doch ein bisschen anspruchsvoller oder jetzt sagen wir gerade zum Anfang vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Ich sage mal, A-Schirme sind auch nicht so optimal, so gut geeignet, aber im B-Bereich gibt es doch relativ viele, wo man gut hernehmen kann. Auch jetzt sammelt schon für Piloten, die C-Schirme, D-Schirme und Wettkampfschirme fliegen, sollten vielleicht auch erstmal wieder runtersteigen, den Fullstall üben beim normalen Schirm, wenn er mal so 5 bis 10 gemacht hat, das ganze Pendeln, Nickverhalten verstanden hat, auf was drauf ankommt, dann ist es eigentlich kein Problem mehr, diese Technik dann auch auf gestreckte Schirme anzuwenden. Ja, aber so ein gestreckter Schirm ist nicht ganz so einfach, wenn man mit so einem gestreckten Schirm den ersten Fußball macht. Ja, ist möglich, aber nicht einfach. Ja. Aber da wird man eh noch dazu kommen. Okay, Jenny, hast du noch was? Ja, es sind Ja. noch ein paar Fragen. Timo wollte wissen, soll ich für den ersten Fullstall einen Sitzgurt oder meinen Liegegurt nehmen?
dass er normalerweise fliegt. Ja, am Anfang ist es natürlich besser, mit einem normalen Sitzgurt das zu machen. Und wenn man das dann verstanden hat, wo es drauf ankommt, wo muss ich speziell drauf achten, wo sind meine Schwachstellen, wenn man das verstanden hat, dann kann man das Ganze mit dem Sitzgurt auch machen. Ja? Aber nicht gestreckt, sondern auch mit angezogenen Beinen, sodass man eben kompakt bleibt, sodass die Körpermasse zentral ist und nicht weit weg. Weil sonst könnte ja auch passieren, dass man oben mit den Füßen, mit der Fußplatte irgendwo einhakt, ja, wenn der Schirm, sagen wir, so pendeln würde. Und ja, wenn man da ein paar Sachen beachtet, dann geht es auch relativ gut mit einem Liegegurtzeug. Okay, Jenny? Gut, dann haben wir noch eine Frage. Ich denke, die anderen Fragen werden sich dann im Laufe des Webinars klären, sonst gerne einfach nochmal schreiben. Erik, deine, stellen wir jetzt mal hinten an, werden wir nachher noch beantworten. Und der Wolfgang wird noch gerne wissen, was vielleicht für den einen oder anderen eh spannend ist. Ich möchte den Stallpunkt im Sicherheitstraining erfliegen. Muss ich davor vorher den Fullstall üben, / können? Ja, also jetzt den einseitigen Strömungsabriss erfliegen, also wir machen das im Sicherheitstraining, den beidseitigen eigentlich nicht. Da ist das Vorgehen dann bei uns so, dass wir zuerst den Fußball machen, und wenn man den Fußball kann, ist das kein Thema mehr, den Stallpunkt. Ja? Weil dann bist du eigentlich vom Level höher. Ja? Aber den Stallpunkt davor machen, finde ich persönlich jetzt eher kritisch, weil das ist eigentlich das Gefährlichste beim Fliegen überhaupt, dass der Schirm abreißt. Und wenn man noch nicht die Grundtechnik dann eben kann, und da gibt es Schirme, die sind eher bösartig, und Schirme, die sind da nicht so bösartig. Bösartig meine ich in dem Sinne, die so einen markanten Abriss haben, die so einen schnellen Abriss haben, da sind dann oftmals die Piloten überfordert. Und im schlimmsten Fall, ja, geht der Schirm halt durch und entweder landest im Segel und wenn du Glück hast, springst halt drüber. Und Schirme, die, sagen wir mal, so einen Abriss haben, der sich wie so ein bisschen so ein Gummi noch hinauszieht, der nicht über die ganze Fläche komplett schnell abreißt, sondern erst von außen und dann Richtung Mitte geht, die sind da gutmütiger. Und da ist das Thema jetzt vielleicht nicht ganz so massiv. Aber deshalb, um dass wir uns da nicht in Schwierigkeiten bringen, machen wir eigentlich den Stallpunkt erst hinterher. Also zuerst den Stall und dann eventuell den Stallpunkt. Ja, und dann danach ist es eigentlich kein Thema mehr. Okay. Fähre, hast du noch was? Ich glaube, die Jenny schreibt sich gerade alle Fragen auf, die es so gibt. Okay. Ja. Okay, dann eine noch. Nein, es ging weiter. Ja. Ich schreibe jetzt die anderen mit. Die kommen jetzt, glaube ich, im Laufe des Webinars dann noch. Und sonst hole ich die quasi zum Schluss noch mal raus, wenn noch was unklar ist. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, dann legen wir los mit dem Fullstall. Und zwar mit dem Anfänger-Fullstall. Wir nennen den Beginner-Fullstall. Und der ist jetzt einmal für Schirme geeignet von A bis maximal C in dem Bereich. Und ja, das Ziel dabei ist bei dieser Übung erstmal das ganze Pendel und Nickbewegung da zu verstehen, was macht da der Schirm, wie geht's dem, wie geht's mir dabei, auf was muss ich achten, und über den Flyback, ja, wie der ausschaut. Und der Flyback ist optimal, sollte der ungefähr so ausschauen. Also da ist der Schirm im Rückwärtsflug, also der ist jetzt im Stall, ja, und wenn dann der Schirm so ausschaut, dann ja, hat man den Flyback erflogen. Und das wäre natürlich optimal, wenn man da so schnell wie möglich reinkommt. Und da ist jetzt dieser Stall jetzt nicht optimal, aber man kann sich da sehr gut üben, um das Ganze zu verstehen, wie eben dieser Flyback ausschaut. Ja? Und das wäre das Ziel von diesem Stall, dass man das da so erfliegt und erfährt.
Und wenn man das dann kann, dann stellt man eigentlich die Einleitung um. Da gibt es dann viele verschiedene Einleitungen. Und das macht man dann immer schirmabhängig und auch pilotenabhängig. Und vielleicht zähle ich es mal kurz auf, welche Einleitmethoden es zumindest bei uns so im Sicherheitstraining so gibt. Es gibt sicherlich noch mehr. Also es wäre der Beginner-Stall, dann ein Hoch-Tief-Stall, Pro-Stall, Zackflug-Stall, dann Spin-Stall. Also so 5, 6 verschiedene Arten zur Einleitung. Und ja, und da kann man sich dann das Beste mal rauspicken für sich und seinen Schirm, so dass man so schnell wie möglich in den Flyback da reinkommt und dann hat man weniger Probleme. Das Problem ist, wenn man jetzt den Schirm einfach nur durchzieht, ja, dann stallt der Schirm ziemlich viel. Das heißt, ziemlich viel Hinterkante wird eingeschlagen, ja, und dann schaut es so aus. Es ja, ist ziemlich unruhig, ihr seht, in der Mitte ist nicht mehr viel da. Jetzt kippt das Ganze natürlich, ja, nicht nur nach vorne und hinten, sondern eben auch seitlich und bringt ziemlich viel Unruhe rein und wirbelt den Piloten da unten komplett durcheinander. Deswegen wäre es eigentlich wichtig, dass man so schnell wie möglich in diese Flyback-Stellung kommt, die dann so ausschaut, ja, wo der Schirm dann eben rückwärts fliegt. Und da ist es relativ ruhig, gut zu halten, ist eigentlich angenehm. Und das, aus dieser Stellung heraus kann man auch jederzeit den Pull-Stall auch wieder ausleiten. Ja, und das wollen wir jetzt ein bisschen besprechen. Gut. Aber bevor wir stallen, müssen wir wissen, wie wir im Gurtzeug drin sitzen. Also wir haben ja Gurtzeug schon erklärt, vor 1,5 Wochen, glaube ich. Also Knie auseinander, Füße hängen senkrecht unterm Gurtzeug, die Füße werden auch angezogen, Körperspannung aufbauen. Ja. Das Ganze, je mehr Körperspannung man hat, umso leichter tut man sich dann eben im Fullstall. Wenn man die Körperspannung verliert, in Anführungszeichen, ja, wird man immer mehr zum Passagier einfach. Ja. Also Körperspannung ist ganz wichtig bei dem Manöver. Eine aufrechte Sitzhaltung, Bauchmuskeln anspannen. Ja. Die Hüfte muss ein bisschen beweglich bleiben, aber auch nicht gummimäßig, sondern nur, dass man eben schaut, dass man immer in dem Fenster bleibt. Ja. Also wenn es einen ein bisschen rausdrückt, ja, dass man mit der Hüfte nachgibt, um wieder in unserem Dreigurtfenster zu bleiben. Ja, und dann Rückenmuskeln anspannen, so dass das Sitzbrett auch richtig eingestellt ist, dass es mich stützt hier im Rückenteil. Ja, und dann kann es eigentlich losgehen. Der Blick ist nach oben gerichtet, so dass ich den Schirm sehe. Was macht er da? Geht es dem? Wo ist er gerade? In welcher Phase? Bremsstellung ist so, lang am Steg mit halber Wicklung. Und dann bremst man den Schirm mal so auf, ja, ich sag mal so 50% an oder 50-70% an. Warten so lange, bis wir stabil drunter hängen. Und dann zieht man einfach gerade. Ja, also nicht nach vorne, dass wir uns nach hinten drücken, sondern wirklich gerade am Dreigurt runter, zieht man durch. In dem Moment, wo er abreißt, da halten wir die Hände am Körper fest, aber darauf aufpassen, auf eure Rettung, nicht, dass er die Rettung auslöst. Und dann in dem Moment, ja, also schaut es ungefähr so aus, die Hinterkante geht unten unterm Schirm rein. Und der Schirm fällt so nach hinten weg. Und diesen Moment, da braucht man eben die Geduld. Ja. Da ist dann plötzlich auch der Steuerdruck weg. Man spürt es, fällt nach hinten mit. Und ihr müsst die Hände so lange unten halten, bis ihr wieder unterm Schirm seid. Und dann habt ihr auch wieder Druck auf der Steuerleine. Und so lange müsst ihr das einfach eben halten. Okay. Und dann ist es genau das. Jetzt ist ziemlich viel gestallt. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich, aber eben auch nicht zu schnell, in den Flyback kommen. Und der Flyback, das heißt, wir sehen den Schirm. Im günstigsten Fall sind jetzt die Ohren nach vorne. Ja, dann gehen wir immer so einen 5 cm Schritten ein bisschen nach oben und dann seht ihr schon, ja, wie sich der Schirm von der Mitte aus immer mehr füllt und ruhiger wird. Und da gibt es dann einen Punkt, da schauen dann die Öhrchen, die Stabilos, immer noch nach vorne
und ist meistens sehr ruhig. Ist natürlich auch schirmabhängig. Es gibt Schirme, die sind da sehr unruhig und da braucht man schon eine gewisse Stallerfahrung, um den Schirm in den Flyback zu bringen. Und es gibt Schirme, die lassen sich sehr gut, die haben ein großes grünes Fenster, wo der Schirm in der Flyback-Position ist. Ja. Gut, zur Ausleitung, das lassen wir jetzt nochmal weg. Gehen wir einfach nochmal, auf was der Pilot da achtet. Nehmen wir mal an, schaut jetzt so aus, dass der Schirm ein Ohr weiter nach vorne ist wie das andere. Ja? Jetzt am Anfang auf jeden Fall nicht versuchen, das über die Bremsen auszugleichen. Ihr haltet die Bremsen immer gleich in der Position. Das regelt normalerweise der Schirm. Ja? Und ihr schaut, dass ihr die Körperspannung haltet, ja? Und in eurem Dreigurtfenster da drin bleibt. Könnt auch die Hände dazu nehmen, an den Dreigurten hier Karabiner und ein bisschen oberhalb, weil zum Teil sind die, bei manchen Schirmen ist der Flyback ziemlich weit oben. Ja, könnt ihr aber eure Unterarme dazu nehmen, da ein bisschen Halt holen, wie wir es da letzte Woche euch gezeigt haben. Und so, dass der Oberkörper ruhig bleibt. Ja. Also der Oberkörper sollte nicht so hin und her pendeln wie ein Hinkelstein, ja, weil dann kommt Unruhe rein, dann kommt auch ein Drehmoment zustande und in der Phase ist es ja nicht so geeignet. Da kommt man dann schnell mal, ja, dass der Schirm dann oben dreht und dass man dann eingetüstet ist. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr vorne im Dreigurtfenster bleibt. Also ihr könnt die Arme dazu hernehmen, euch da ein bisschen Halt zu holen und der Rest muss die Hüfte erledigen, ja, so dass die Hüfte schaut, dass der Oberkörper in dem Dreigurtfenster drin bleibt. So, beschäftigt euch auch natürlich ganz im Speziellen, also ab Stall ist es ganz wichtig, Verhänger nochmal wirklich aktivieren, auf was muss ich da achten, wie kann ich einen Verhänger lösen und so weiter und so fort. Natürlich auch die ganze Retterproblematik, ja, wie ziehe ich, wie schmeiße ich, wie verhalte ich mich, wie ziehe ich die Hauptkappe ein, um dass ich nur noch am Retter hänge, ja, geht das auch nochmal ganz bewusst durch, dass das Thema an der Oberfläche ist, nicht irgendwo tief vergraben hinten drin, weil das nützt mir dann in dem Moment nichts, wenn ich, sag mal, die Rettung dann brauche. Ja? Meistens ist es so, wenn man sich wirklich gut damit beschäftigt, braucht man sie wahrscheinlich gar nicht, die Rettung. Und also wir haben relativ wenig Abgänge im Training beim Fullstall. Wenn man sich richtig gut vorbereitet, dann ist es jetzt, sag mal, ja, kein Hexenwerk mehr. Okay, das zu dem. Werde, haben wir irgendwelche Fragen bis dahin? Also wir sind immer noch im Fullstall. Na, da zu dem Thema gerade passend nichts dabei, glaube ich. Passend nichts, okay. Ja. Gut, dann kommen wir zur Ausleitung. Ja, vielleicht noch eins. Ja, wenn man das mal verstanden hat, wo die Position, und das war ja das Ziel, wo ist die Position, wie muss der Schirm visuell ausschauen, dass ich schön im Flyback bin, ja, wenn man das mal verstanden hat, dann kann man auch mal schauen, dass man mit in dem Flyback Kurven fliegt. Ja, also hier wieder anhalten, den Halt holen und nur leicht über das Körpergewicht, also jetzt nicht extrem reinfallen lassen, sondern nur leicht das Körpergewicht hernehmen, auf eine Seite legen. Und dann kann man eigentlich mit dem Schirm Kurven fliegen, Vollkreise fliegen oder was auch immer. Man hat im Flyback gar nicht mal so viel Sinken, ich schätze mal so 4 bis 5 Meter, wenn es ein schöner Flyback ist, wenn es ein offener Flyback ist. Ja. Wenn natürlich der Schirm so ausschaut, dass viel Unruhe dran ist, dann ist das Sinken sicherlich höher, ist der Schirm aber fast geöffnet und nur im leichten Rückwärtsflug, dann hat man weniger, oder wenn er schön im Rückwärtsflug ist, dann hat man weniger Sinken und es wird wahrscheinlich so circa zwischen 4 und 5 Meter liegen. Und so kann man sich gut über die Hüfte dann eben Kurven fliegen oder Eschlaufen fliegen. Und es ist eine super Übung,
auf das Thema da besser einzulassen. Okay, dann kommen wir zur Ausleitung. Ja, Ausleitung. Irgendwann müssen wir ja aus der Nummer wieder rauskommen. Und da hat man natürlich so einen Knoten dann im Kopf, ja, weil es heißt immer, oh, Fuß da gefährlich, schießt weit vor und so weiter. Und das behindert einen immer. Ja. Und dass man eine schöne Ausleitung macht, sollte man eigentlich gleich von Anfang an die 2-Stufen-Ausleitung üben. Ja. Also wenn wir jetzt den Schirm so weit vorgefüllt haben, dass wir wissen, okay, jetzt können sich die Ohren nicht mehr verhängen. Ja. Weil wenn das Tor so ausschaut, dass viel stabiler nach vorne schaut, ja, und ich den jetzt ausleite, ja, dann geht er zwar auf, aber die Ohren sind verhängt. Ja, das wollen wir nicht. Ja. Also muss ich schauen, dass ich zuerst den Schirm so weit löse, dass er ungefähr so ausschaut. Ja. Wenn er so ausschaut, dann kann ich den jederzeit lösen, ohne dass großartig Verhänger drin sind. Dass es sich mal leicht verhängt im Außenbereich, das kann schon passieren. Und da eignet sich eigentlich gut die 2-stufige Stall-Ausleitung. Das heißt, ja, ich bin im Flyback, schaue nach oben. Und jetzt muss ich ein bisschen mutig sein. Ja? Also eher zu schnell ausgeleitet wie zu langsam. Warum? Ja? Weil wenn ich jetzt hier zögere, und da bin ich genau in dem Bereich, wo der Schirm sich dann selber irgendwie einen Ausweg sucht, weil der möchte eigentlich wieder fliegen. Und das ist auch zum Beispiel der Bereich zum Teil, wo man dann einen Helikopter einleitet. Aber das wäre jetzt alles zu früh. Ja? Deswegen ist es wichtig für einen Piloten, dass er kontrolliert und koordiniert das Ganze nach vorne ausleitet. Auch wenn es einmal zu schnell ist, weil abfangen könnte ich ihn immer noch. Ja? Aber in dem Moment, wenn er jetzt zum Drehen anfängt und er leitet jetzt nach hinten aus, dann bin ich Passagier. Ja, deswegen wirklich darauf achten, dass man den Schirm nach vorne ausleitet. Ja, also in 2 Stufen. Ich gehe einfach dann ruckartig so zwischen 5 und 10 cm höher, dass der Schirm einen Impuls kriegt, dass er nach vorne geht und dann löse ich einfach langsam nach. Im optimalen Fall sind die Ohren offen. Ich pendle unten durch und der ganze Spook ist vorbei. Ja? Wenn ich merke, aha, er schießt jetzt aber weiter vor wie gedacht, dann könnte ich ihn immer noch abfangen mit einer kräftigen Hammerbewegung, mit zügigen Bewegungen, also nicht langsam zurückbremsen, sondern zügig, weil dann brauche ich weniger Weg, wie wenn ich das langsam mache. Dann erschrickt der Schirm, bleibt stehen und da, wo er stehen bleibt, nehme ich die Hände wieder nach oben. Ja, also nicht warten, bis ich wieder unten drin bin, weil dann könnte es passieren, dass ich so in so einen Pendelstall reinkomme, sondern immer da, wenn die Kappe vorne ist, ja, ich habe ihn jetzt gestoppt und schon löse ich wieder und zwar ganz bis zur Bremsrolle, so dass ich dann unten durchpendel und der Schirm auch fliegen darf. Ja. Wenn ich dann warte, wenn ich dann zu lange warte auf der Bremse, bis ich wieder unten drin bin, könnte passieren, dass er wieder nach hinten wegfällt und dann der Pendelstall ist eher heftig, also ist ziemlich viel Nicken, Schießen dabei und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Ja? Also 2-Stufen-Ausleitung, eher eine mutige Ausleitung, also eher tendenziell am Anfang vielleicht zu schnell ausgeleitet wie zu langsam, dafür sich vorbereiten auf dieses Abfangen und ja, dann ist es eigentlich kein ja, Hexenwerk mehr. Wichtig ist, das Lösen wirklich wieder ganz auf die Nullstellung, also ganz bis zur Bremsrolle. Ja, was kann passieren? Wie gesagt, kleine Verhänger. Deswegen schaut wirklich auf euren Schirm. Wenn er nach vorne geht, sieht man das eigentlich schon. Aha, verhängt. Jetzt nehmen wir mal an, die rechte Seite hier. Seht ihr das? Ne, ich bin aus dem Winkel, gell? So, die rechte Seite ist verhängt, dann sehe ich das, dann kann ich schon mal leicht links mit dazu bremsen, so dass der Schirm weiter im Geradeausflug bleibt. Und meistens reicht es schon aus, dass die rechte Seite dann aufgeht. Ja? Also in dem Moment, wenn ich merke, ich habe dann ein Problem, dann muss man auf das alte, auf den Lösungsbaum, den man ja gelernt hat, also die vielen Klapper, wo man schon geflogen ist, dass man dann auf das schnellstmöglich zurückgreifen kann. Ja?
wenn ich merke, aha, beim Durchpendeln, oh, scheiße, die rechte Seite ist verhängt, dann kann ich jetzt schon in das System eingreifen. Also ich muss nicht warten, bis ich durchgependelt bin und dann irgendwann, dass der Schirm dann nach rechts abdreht, ja, sondern ich weiß, der gerade Ausflug ist wichtig, je schneller ich eingreife und umso einfacher wird es dann eben für mich. Ja? Also die alten Sachen, die man dann geübt hat, gerade die ganze Klapper, ja, zuerst in gerade Ausflug kommen und dann den Klapper lösen. Okay, welche Variante gibt es jetzt, sagen wir, wenn es ein hartnäckiger Verhänger ist? Ja, wie könnte ich denn dann lösen? Hat man eigentlich auch schon angesprochen. Ja. Also schauen, dass wir geradeaus liegen und dann voller Hub durch, 100% Bremse und wieder hoch. Wenn das nicht ausreichen sollte, ja, hoch, wieder ganz hoch und darauf achten, dass man wieder geradeaus liegt, dann macht man einen Negativansatz, also so ein Abfallprodukt vom Spinstall, ja, geht wieder 100% runter, wartet, bis er leicht abreißt und geht dann hoch, wieder beide Hände ganz hoch bis zur Bremsrolle und fängt den Schirm dann ab, weil der wird dann leicht vorschießen, den fängt man ab und der Verhänger ist dann, ich sag mal, meistens offen. Ja? Also die zwei Möglichkeiten hat man, ohne dass man jetzt da wild mit den Bremsen umeinander rudert, aber einfach die Mittel und die Werkzeuge, die man hat, dass man die richtig dann einsetzt. Deswegen ist der Lösungsbaum so wichtig, weil das holt uns bei jedem Manöver oder auch im Flugalltag vielleicht ein und dann können wir das sofort dann einsetzen. Das war jetzt der Beginner-Stall, ja? Und den muss man so weit verstanden haben, wie eben, wo der Flyback-Punkt ist und wenn man den Flyback-Punkt dann verinnerlicht hat und auch die Ausleitung einigermaßen hinkriegt, dann kann man umstellen auf eine einfachere Einleitung, ja, dass der Schirm schneller in den Flyback reinkommt und dass man weniger Probleme hat mit dem ganzen Nicken, Pendeln und Vorschießen. Und ja, das mal vorneweg. So, Ferdi, haben wir noch Fragen? Jenny hat noch Fragen, ja. Also zwei gibt es noch, wobei die eine vielleicht schon beantwortet wurde. Der Holger wollte wissen, wie leite ich am besten den Fullstall ein, ohne dass der Schirm schlägt? Ohne dass der Schirm schlägt. Ja. Vielleicht kannst du mal fragen, was er für einen Schirm hat. Und ja, optimal wäre entweder, wenn er jetzt einen normalen Schirm hat, sagen wir mal, im Pro-Stall oder eben ja, Sackflug-Stall, wo ich über den Sackflug den Schirm einfach noch ein bisschen weiter runterziehe und da hat man eigentlich überhaupt keine Probleme. Pro-Stall, das jetzt zu erklären, nur übers Web ist ja, nicht leicht. aber kannst du mal fragen, was der für einen Schirm hat? Ja, Holger, kannst du uns gerne mal reinschreiben, was du für einen Schirm hast? Dann kann dir Jürgen vielleicht dann noch einen konkreteren Tipp geben. Bis die Antwort kommt, können wir noch die Frage vom Erik uns anschauen. Vielleicht noch ein, dass man gerade am Anfang ist es ganz wichtig, dass die Einleitmethode immer die gleiche ist. Also vom Speed und auch vom Hub her. Ja? Also nicht einmal aus dem Nicken einleitet, dann mal schnell, mal langsam, sondern immer gleich lässt. Ja, das hilft dann am Anfang, um schöner, schneller in den Flyback zu kommen. Ja. Ist die Einleitung sauber, ist der Flyback dann eben auch leichter für einen Piloten, gerade am Anfang. Später spielt das alles keine Rolle mehr, dann macht man es einfach, ob man es jetzt schnell oder langsam einleitet. Aber jetzt gerade am Anfang sollte man die Parameter gleich lassen. Also der Holger hat geantwortet und er fliegt einen Ion 5. Ion 5. Ja, da kann vielleicht der Ferdi was dazu sagen. Ferdi arbeitet bei Nova und kennt den Schirm ganz gut. Ja, ich glaube, wenn man tatsächlich das Problem hat, dass man beim Fullstall schlagend alles hat,
das hat der Jürgen ja eingangs eigentlich schon gut erzählt, dann hat man einfach zu tief quasi das Ganze gezogen und es ist zu wenig in der Mitte noch übrig von dem, was quasi noch fliegt bzw. offen ist. Und je mehr da offen wird, desto weniger fängt das Ganze das Schlagen an. Und wenn der Schirm von der Bremse her so aufgebaut ist, dass der Außenflügel stärker angebremst ist als die Mitte grundsätzlich, dann wird es immer schon ein bisschen schwieriger, das Einleiten. Und dann braucht man eben die Pro-Variante quasi irgendwann, weil beim Einleiten sich sonst der Schirm nach hinten zu arg verbiegt. Und dann muss man halt zwischendurch nochmal kurz lösen und so weiter. Aber da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein. Und ich glaube, das erklärt es eigentlich. Also einfach nur die Hände komplett unter den Arsch tun, da wird es immer mal wieder schlagen. Und da schlagen eigentlich fast alle Gleitschirme. Und da muss man dann halt, wenn man das mal ein, zweimal gemacht hat und das ganz gut aussah, dann kann man sich Stück für Stück rantasten. Und irgendwann bei einem Sackflug schlägt dann irgendwann gar nichts mehr quasi. Das ist dann das High-High-Level. Ja. Vielleicht noch nicht ganz durchdrücken die Hände, ja, also nach unten ganz durchdrücken, sondern ab dem Moment, wo der Schirm abreißt, ja, das sind die Ellenbogen immer noch leicht gebeugt, da hältst du dann die Hände fest, drückst sie ein bisschen so ans Gurtzeug, an den Body. Die neuen Schirme muss man, die meisten nicht mehr, manche vielleicht schon noch, aber die meisten nicht mehr, muss man nicht mehr ganz durchdrücken. Dann tust du auch leichter, schneller in den Flyback zu kommen. Ja. In dem Moment, wo du viel stallst, wo die Hinterkante richtig nach unten geschoben wird, wird es total unruhig und du tust da viel schwerer, in diesen Flyback zu kommen, weil der Schirm immer nickt und ja. Also nochmal, Einleitmethode immer gleich lassen, ja. Einmal vom Hub her und von der Geschwindigkeit her, gerade am Anfang, vielleicht wahrscheinlich nicht ganz durchdrücken. Wenn das nicht funktioniert, dann muss man sich vielleicht eine andere Einleitmethode einfallen lassen. Aber das müsste man dann vor Ort am See beim Sicherheitstraining schauen, was da dann die beste Möglichkeit wäre. Ja, oftmals ist es nur eine Gurtzeugeinstellung. Es könnte ja sein, dass das Gurtzeug nicht richtig eingestellt ist, dass die Füße oben sind, der Körper ganz hinten. Vielleicht sind die Arme auch eher vorne oder an der Seite und nicht am Körper. So, ja, also mit dem Abfangen, beim Abfangen bzw. beim Durchziehen gehen die Ellenbogen nach hinten. Wenn ich die Ellenbogen nach hinten tue, habe ich den optimalen Kraftfluss auf der Bremse. Ja. Sind die Arme vorne oder zur Seite, bin ich schon eingeschränkt, da bin ich schon passiver. Ja. Wenn ich hier bin, so wenn die Ellenbogen hinten sind, kann ich optimal auf die Steuerbewegung, auf die Bremsbewegung oder auf das Stoppen optimal eingehen und bin ja, aktiv als Pilot und nicht der Passagier. Okay, haben wir noch was? Ja, wir haben noch die Frage vom Erik. Und der Erik wird gerne wissen, gibt es auch einen C-Stall bzw. kann man das fliegen? Ja, C-Stall gibt es, ist auch natürlich schirmabhängig, es wird nicht geschult, es wird auch kaum getestet, die Testpiloten machen das, hier und da mal einen C-Stall zu machen. Ja. Er ist leichter einzuleiten wie der B-Stall. Das C-Stall ist sowas ähnliches wie ein B-Stall. Aber oftmals schießen die Schirme dann extremer, wie wenn man B-Stall ausleitet. Also bei der Ausleitung ist das ganz, ist das zum Teil nicht ganz so einfach wie beim B-Stall. Ja. Deshalb, ich weiß jetzt auch nicht, welchen Schirm du fliegst, aber ja, das sollte man erst machen, wenn man es weiß, dass es auch wirklich funktioniert. Ja. Zum Einleiten ist es leichter, man hat weniger Druck. Warum hat man weniger Druck? Ganz klar, weil die C-Leine viel weiter hinten ist wie die B-Leine. Die B-Leine ist da angebracht, meistens, wo man die größte Bauchung hat am Profil. Also habe ich hier hohen Druck. Hinten habe ich schon weniger Druck, habe ich weniger Bauhöhe. Deswegen ist da weniger Zug.
nötig. Das wäre eigentlich ein Vorteil. Aber dann die Ausleitung, die ist ja tendenziell, schießen die Schirme einfach mehr und manche extrem. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was du für einen Schirm fliegst. Kann ich jetzt so nicht empfehlen. Weißt du da noch was, Ferdi? Ja, ich glaube, was auch wichtig ist zu verstehen, bei der Bremse, da haben wir halt einen Meter quasi, wo wir arbeiten können, oder? Und bei den C-Handles, da ist es ja so, dass wenn wir die so 10 cm runterziehen, dann stallt der Schirm schon. Und da findet alles in einem kleineren Weg sozusagen statt. Das heißt auch zwischen, ich stall ihn noch weg und ich quasi lasse ihn schon wieder anfahren und jetzt öffne ich ihn. Das sind alles viel kleinere Fenster und man muss viel gefühlvoller das Ganze quasi machen. Ich glaube, das erklärt auch die Frage vom Holger. Also ja, man kann jeden Schirm über die hintere Ebene wegstallen und zwar früher und schneller, als man denkt. Ja, das also, war die Frage, kann man mit den C-Handles einen Schirm zum Abreißen bringen? Ja, also C-Stall geht, ist mehr beim B-Stall, weniger jetzt beim Full-Stall. Aber die Auswirkung und die Ausleitung ist sicherlich kritischer wie jetzt beim B-Stall. Und abreißen kann man auf jeden Fall. Ja, das geht auf jeden Fall. Okay. Haben wir noch mal? Ja, jetzt werden sie wieder wach und fangen fleißig Schreiben an. Der Erik wollte noch die Frage beantworten. Er hat den Chili 4 und er hat es halt beim Groundhandeln ausprobiert mit dem C-Stall und fand es einfacher. Richtig, beim Groundhandeln ist es super. Ja. Hat wirklich Vorteile, den Schirm zu bändigen. Besser zum Teil, also wenn es sehr viel Wind ist, wenn es böig ist, ist es besser, man handelt den Schirm über die hinteren Drahtgurte, nicht über die Bremsen, weil beim Bremsen ist die Gefahr einfach da, dass man aushebelt. Ja? Also beim Groundhandling stimmt's. Also ich habe jetzt da keine bestimmte Technik beim Rückwärtsstarten oder so. Ich mache das immer abhängig vom Gelände, von den Wetterverhältnissen und welchen Schirm ich habe. Ja? Manchmal mache ich es über die Bremsen, dass ich über die Bremsen den Schirm stoppe und manchmal mache ich es über den hinteren Dreigott, je nachdem, ja, wie ich meine, dass es gerade die bessere Wahl ist. Aber vielleicht noch mal eins, warum ist es softer über den hinteren Dreigott, ja, wenn wir jetzt so das Profil haben, ja, und ich ziehe jetzt die hinteren Dreigott raus, dann pitcht eigentlich der Schirm und nimmt so Druck raus. Ja? Und wenn ich jetzt nur über die Bremsen das Ganze mache, dann hebelt natürlich, dann erzeuge ich viel Auftrieb. Ja? Und in dem Moment kann es passieren, dass der Schirm hebelt. Ja? Gerade am Startplatz, wenn dann viel Wind ist, wenn die Thermik so richtig pulsiert oder so, Startplatz vielleicht klein ist oder steil ist, ja? Jetzt nicht gerade optimal geeignet ist, dann würde ich eher den C-Gurt hernehmen wie die Bremsen. Das heißt aber nicht, dass ich die Bremsen nicht mehr in der Hand habe, sondern ich hab's in der Hand, aber arbeiten durch über den C-Gurt dann. Ferdi, wie machst du das beim Wettkampfschirm? Ja, ich mache auch nicht die DRV-Lehrmeinung beim Rückwärtsaufziehen, sondern habe auch immer die hintersten Tragegurte in der Hand. Das sind halt beim Zweiliner dann die Bs. Und nehme da quasi auch die Energie raus, falls er zu viel Energie beim Aufsteigen hat, kann ich da die Energie rausnehmen, ohne dass er jetzt mich richtig weghebelt. Aus demselben Grund, wie es der Jürgen eigentlich eben schon gesagt hat. Und sonst beim Groundhandling ist, glaube ich, echt was sehr entscheidend ist, wenn man den Schirm jetzt einfach nur runter haben will. Man hat halt weniger Weg, den man an der C ziehen muss. Das kommt ja auch noch dazu. Bei der Bremse muss ich eben einen Meter Weg zurücklegen und da bei der C kann ich eben nach ein paar Zentimetern quasi schon den Schirm wegstallen. Und wenn ich das einfach auch über einen langen Weg mache, dann stallt der Schirm fix weg und ja, kommt noch so hinzu. Gut, dann gibt es die nächste Frage. Wie wichtig ist es in seiner fliegerischen Laufbahn, den Full-Stall zu erlernen? Nochmal. Und dann
kommt dazu, die Frage kann man zusammen, also quasi wie wichtig findet ihr das, den Fußball zu erlernen und empfiehlst du den Fußball für Gelegenheitspiloten, wenig Flieger im SIF zu üben? Es hängt dann vom Piloten ab. Wenn er das machen möchte, wenn das sein Wunsch ist, dann machen wir das natürlich. Ja. Empfehlen. Ja. Ich meine, wenn man mal ein Stall gemacht hat, hilft es auf jeden Fall. Es sollte halt dann nicht bei einem Stall reichen. Um wirklich super stallen zu können, brauchst du 50, 100, 200 Stalls. Ja. Um das so, dass du dir wirklich die Basis dann aufbaust, so dass es dir in der Alltagsfliegerei dann eben auch hilft, ja, beim Fliegen, in der Thermik, beim Landen, Top-Landen und so weiter. Ja, da hat es doch große Vorteile, weil du hast keine Angst mehr vor dem Abriss. Ja. Und das hilft einem dabei. Auch in der Thermik, wenn er mal einseitig abreißt oder so, manchmal macht man das ja ganz bewusst, dass man vielleicht mal abreißen lässt, ein bisschen so wegschlanzen lässt und dann wieder fliegen lässt, dann das macht dann keine Angst mehr, sondern man setzt es dann bewusst ein und es ist dann recht hilfreich. Ja. Ich kenne dich jetzt nicht, was du vor einem Pilot bist. Wir machen das eigentlich dann immer so, dass wir das dann vor Ort jeden Tag besprechen, was machen wir am nächsten Tag und dann haben die Trainer auch ein Bild von dir und dann kann man das besser einschätzen. Dann kann man da so ein Vier-Augen-Gespräch das gut klar machen, was für einen dann geeignet ist oder nicht geeignet ist. Ob der Fullstall dann, ob man den dann fliegen kann oder eben nicht fliegen kann. Aber tendenziell kann man Fullstall eigentlich immer fliegen. Ja? Also wenn man Klapper kann, wenn man die Spirale kann, dann kann man auch im Fullstall fliegen. Ja, von dem machen wir das mehr oder weniger abhängig. Ja. Kann aber keiner einen Klapper fliegen. Ja. Also sprich, er ist noch nicht so gut auf der Bremse, den Schirm abzufangen. Oder die Spirale, weil das könnte unter Umständen beim Fullstall passieren. Schirm schießt vor, klappt ein, verhängt, spiralt ab. Dann muss man einfach damit klarkommen. Ja. Deswegen zuerst Klapper oder Spirale, also die zwei Themen erledigen. Und dann ist das Fullstall-Thema, steht dann an. Ja. Okay. Gut, dann würde Dani gerne noch wissen, wie viele Stalls sollte man erflogen haben, um selbstsicher zu trainieren? Wie viele Stalls? Ja, das hängt natürlich auch vom Piloten ab. Und vom Schirm ab. Aber so, dass man die souverän draußen dann einsetzt, trainieren kann, ich sage mal 80, 100. Und dann hängt es natürlich auch vom Talent des Piloten ab. Ja. Manchmal reicht es nicht, bei manchen vielleicht auch schon weniger, dass man da aktiv dann draußen auch selber die Stalls trainieren kann. Aber man muss dann auch dranbleiben. Ja? Also es nützt nichts, dass man sie mal trainiert und dann ein Jahr später das dann über Grund trainieren möchte, das geht nicht. Ja? Sondern da muss man permanent eigentlich mehr oder weniger dranbleiben, um so, dass es sicher ist, so dass man auch das sicher über Grund machen kann. Ja, also immer im Hinterkopf behalten, wenn man trainiert, immer in seinem grünen Bereich trainieren. Ja. Durch das, dass man in seinem grünen Bereich trainiert, schiebt man automatisch die rote Grenze nach vorne. Manchmal unmerklich, manchmal markant. Ja. Und wichtig dabei ist eben auch zu wissen, wo ist mein grüner Bereich? Ja. Das sollte man natürlich auch können, dass man oder sich gut einschätzen können, wo stehe ich, was kann ich nicht. Ja. Für was bin ich bereit, das über Grund zu trainieren und für was bin ich noch nicht bereit, das über Grund zu trainieren. Wo muss ich noch, welches Problem habe ich noch? Dann muss ich eben wieder über Wasser gehen und das so lange üben, bis ich weiß, okay, jetzt kann ich es, jetzt habe ich es verstanden, jetzt bin ich in meinem grünen Bereich und so kann ich das auch über Grund trainieren. Das war die Frage, oder? Genau. Also ja. Wie viele Stalls sollte man erflogen haben, um selbstsicher zu trainieren? Ja. Gut. Am besten
vielleicht noch eins, am besten so eine Ausrüstung sich nehmen, die einen auch entgegenkommt. Ja, es gibt Schirme oder Gurtzeuge, die arbeiten eigentlich da dagegen. Ja, und wenn man dann, also wir haben das schon gehabt, waren Piloten da, die haben das super gemacht, alles perfekt und toll und große Fortschritte gemacht. Im nächsten Jahr mit der neuen Ausrüstung, mit einem neuen Gurtzeug, hat nichts mehr funktioniert. Ja. Oder weniger, nichts mehr, stimmt jetzt nicht, aber weniger. Ja. Also es hängt auch viel vom Material ab, ob man es sich einfach oder schwer macht. Okay, Jenny. Alles klar. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, jetzt habt ihr die Chance noch. Der Thomas B. schreibt, zum Abschluss könnte Jürgen vielleicht noch die Anekdote vom Walter Holzmüller preisgeben. Der ist im Flyback gelandet, oder wie? Im Sackluck, ja. Da könnt ihr ein bisschen was erzählen dazu, dass sie sich was vorstellen können. Ja, nee, der hat die Landeeinteilung im Sackflug rückwärts geflogen und hatten dann zum Schluss noch ein bisschen mehr abgerissen und ist gestanden. Fast auf den Punkt. Aber das war damals mit den Schirmen leichter. Ja. Das war zur CX-Zeit. Der Walter Holzmüller war der Wettkampfpilot und Testpilot bei Komet, STV Komet. Das ist hier bei uns in Tirol. Und den Schirm hat damals der Hannes Papisch entwickelt und der Ernst Steger, also der Chef von Komet, hat den Schirm produziert. Und der Walter Holzmüller war damals eben Testpilot und Wettkampfpilot. Und der war seinerzeit mindestens 20 Jahre voraus, wenn nicht weiter. Ja, und der hat das damals, wo ich den gesehen habe, das war Ende der 80er. Ich weiß es nicht mehr, entweder, ich glaube 89 war das. Ja, ja, und dann, ja, und wie wir ja wissen, der Simon Winkler macht halt im Flyback die schnelle 8 oder die nicht ganz so schnelle 8, aber schnell genug. Also da gibt es genug Möglichkeiten, sich weiter zu trainieren. Ja, nur beim Walter war der Schirm offen. Ja, okay. Simon, falls er zuhört, kann er ja dann offene, schnelle 8 zeigen. Ja, das geht schon. Einmal Heli rechts, einmal Heli links. Geht schon. Okay. Sehr gut. Ferdi, weißt du noch was du einschmeißen möchtest? Na, also ich habe jetzt nichts Zusätzliches groß, was ich da noch ergänzen würde, könnte. Wenn ihr Fragen habt, dann habt ihr jetzt nochmal die Chance. Fragt einfach. Ja, vielleicht noch eins. Leute, vielleicht hören ja auch der ein oder andere zu, der noch nie einen Fullstall geflogen hat. Und Jürgen, was würdest du den Leuten jetzt empfehlen, wenn sie versehentlich in Natura in den Fullstall geraten? Ja, schwierige Sache. Ja, also da ist guter Tipp wirklich was wert. Aber darf eigentlich nicht passieren. Ja, also da wurden vorher einfach Fehler gemacht. Ja, einfach die Themen, die wir jetzt die letzten zwei Wochen dran gehabt haben, über das aktive Fliegen, über das Steuern, ja, dass ihr euch das bewusst macht. Ja, dass ihr die Informationen, das, was das Gurtzeug an euch vermittelt, und natürlich über die Bremsen, dass ihr das verarbeiten könnt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Körpersinne, Sehsinn und Hörsinn aufmacht. Ja? Und wenn ihr die Sprache vom Schirm versteht, dann kommt ihr ziemlich unwahrscheinlich in solche Nöte, so dass der Schirm abreißt. Ja? Wenn ihr jetzt aber trotzdem zufällig im Fullstall seid und ihr habt noch viel Höhe, ja, dann eben vorsichtig ausleiten. Wenn alles nichts hilft, schmeißt die Rettung. Ja, Rettung schmeißen und weil aus dem Fullstall kann sehr viel passieren, wo man alles nicht möchte. Und ja, einfach das ganze Retterthema nochmal durchgehen. Und viel dran arbeiten, dass man aktiv liegt. Ja, denkt dran, die Nullstellung ist ganz oben. Wenn ich die Bremse nicht brauche, sind die Hände oben. Ja, wenn es mal ein bisschen ruppig ist oder beim Landen oder am Hang, gehe ich auf die Grundstellung. Grundstellung ist so circa Bremsrollehöhe.
Ja? Und wenn ich jetzt den Schirm abfangen muss, abfangen, wieder ganz hoch nehmen die Hände bis zur Bremsrolle und dann kann ich wieder auf die Grundstellung gehen. Ja? Also dieses Thema, gewöhnt euch nicht an, immer den Schirm nur angebremst zu fliegen. Ja? Weil der Fluglehrer hat es vielleicht erzählt, dass die Bremsen ganz oben sind, nur mit 2 Kilo da auf den spürt die Hauptbremsleine und später war es dann ein bisschen tiefer und ja, jetzt fliegt man halt so, weil es so gemütlicher ist. Ja, so ist es nicht so anstrengend. Aber für einen Schirm ist es sehr anstrengend. Ja? Also ihr stresst damit den Schirm sehr und dadurch verhindert ihr auch in das aktive Fliegen dann da richtig reinzukommen. Ja? Jetzt haben wir einen kleinen Abstecher gemacht, aber es war ein guter Einwand, Ferdi, und ist sicherlich ein Riesenthema. Und da die richtige Antwort zu geben, also wenn man nicht Fullstallen kann und man ist im Fullstall, schwierig. Ja. Einfach versuchen, wieder langsam auszuleiten, eventuell darauf einstellen, dass er schießt, dass man sofort abfängt und sofort wieder löst und hofft, dass er dann eben fliegt. Fliegt er nicht, Retter, Retter, Retter. Ja. Okay, wie hättest du erklärt, Ferdi? Ja, auch so, also definitiv auch so. Was ich mal gehört hatte, war, dass Leute, die versehentlich dann in so einen Stall gekommen sind, dass die das Gefühl hatten, dass der Schirm eigentlich noch fliegt, aber dass er gefühlt so weit vorne ist, dass das hat sich immer so angefühlt, wie als wenn er jeden Moment einen Frontklapper kriegen würde. Und da kann man, glaube ich, noch sagen, wenn ihr mal das Gefühl habt, dass der Schirm über eine lange Zeit immer ganz kurz vorm Frontklapper ist und ihr deshalb so auf der Bremse sein müsst, dann stimmt irgendwas nicht. So lange bleibt ein Schirm nicht kurz vorm Frontklapper, sondern immer wenn ihr das Gefühl habt, kurz vorm Frontklapper zu sein, dann trotzdem langsam die Bremsen lösen. Ja. Ich habe vielleicht jetzt noch eins. Das war jetzt nur der Einstieg in das Thema Fullstall. Ja, das war jetzt noch nicht eigentlich so die schönen Fullstall, was man da alles noch machen kann. Ja, das hätte jetzt den Rahmen gesprengt. Das war jetzt eigentlich mehr oder weniger nur ein leichter Einstieg. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht, oder ich habe jetzt gar nicht alles erzählt und das geht auch gar nicht, ja, das wirklich zu erklären. Lasst euch da Zeit. Das ist ein Thema, ja, wo sehr zeitintensiv ist, wo nicht alles auf einmal geht. Und wer denn, aber das Thema selber, wie gesagt, ist ein Basisthema. Und wer die drei Grundmanöver, also Wingover, Spirale und Fullstall, zu 100% verstanden hat, der ist super unterwegs und ist eben recht hilfreich beim Streckenfliegen, beim Wettkampffliegen, wie auch beim Freestyle-Acrofliegen. Ja, da ist es ja zwingend notwendig, weil sonst kann ich die anderen Manöver gar nicht fliegen, wenn ich das nicht kann. Okay. So, und zum Abschluss haben wir noch eine eher Pro-Frage, würde ich mal sagen. Wenn man den Schirm im Sackflug halten möchte, wie groß sind da die Steuerwege in etwa? Zum Beispiel bei einem Chili 1. Steuerwege im Sackflug halten möchte? Beidseitig. Nicht hoch. Ja. Also wenn ich im perfekten Sackflug bin, dann sind die Hände also nicht da unten, ja, sondern sind die Hände hier. Ja. Und erst zum Schluss, die letzten 20, vielleicht 30 Zentimeter, wo ich wieder löse, dann fliegt der Schirm wieder. Ist immer abhängig vom Charakter. Jeder Schirm hat eine andere Bremsbetonung oben. Jeder Schirm hat auch eine andere Konstruktion, was das alles beeinflusst. Aber wenn ich in einem perfekten Sackflug bin, dann sind die Hände nicht da unten, sondern die sind eher hier in dem Bereich. Ja? Also eher weiter oben wie unten. Ja? Aber natürlich davor, bevor ich da die Hände hier sind, muss ich natürlich den Anstellwinkel so erhöhen. Da sind die Hände natürlich tiefer und dann sind sie wieder höher. Also wenn wir jetzt nur vom Sackflug sprechen. Ja? Sackflug, der offene Stall. Ja? Habe ich das richtig beantwortet, Ferdi?
Ja, das Einzige, was ich noch ergänzen würde, wäre, also wie viel, um drin zu bleiben. Wenn ich dann quasi einen Zentimeter hochgehe, dann kann schon sein, dass er anfährt. Und wenn ich einen Zenti runtergehe, dann kann schon sein, dass er quasi nach hinten wegkippt. Der Bereich ist je nach Schirm sehr, sehr klein. Und deshalb braucht es einfach ein bisschen Schirmgefühl. Und ich glaube, wenn man da tatsächlich das mal auch vorher ein bisschen beim Groundhandling, so wie wir es eingangs schon besprochen hatten, mit auf dem Kopf groundhandeln und über die Bremsen den Schirm wieder aufziehen übt, dann merkt man das auch und wie verzögert das Ganze auch stattfindet. Also da kann man nicht viel quasi aktiv steuern, sondern das ist so ein sich anpassen, sich dann nähern und das Ganze finden quasi. Also Sackflug, einen schönen Sackflug, fliegen, den konstant halten, das ist schon eine hohe Kunst. Ja? Es ist ein altes Flugmanöver, aber trotzdem wird der Pilot extrem gefordert. Also die neuen Akromanöver, da ist mehr Mut gefragt. Und beim Sackflug-Heli ist mehr ja, Feeling gefragt, Technik gefragt, Einschätzung vom Piloten gefragt. Also da muss schon ein paar Fullstories geflogen haben, um dich da an das Thema ranzutasten. Ja. Ich glaube, bei der Frage handelt es sich um einen roten Chili 1. Der Karl. Genau. Das wäre Hallo mal interessant, Karl. was der für ein Spiel hat für den Sackflug. Ja. Ja, jetzt der rote Chili vor allen Dingen. Ja, der Chili ist mehr ein Kurvenschirm. Zum Helikoptern geht er auch. Jetzt der richtige Sackflug für den Heli ist da vielleicht gar nicht so geeignet. Jetzt bei dem Schirm ist es vielleicht besser, wenn du den schneller einleitest, jetzt gar nicht so lange im Sackflug hältst, sondern eher schneller einleitest, tut sich der Schirm leichter, um in einen schönen Heli reinzubringen. Also du kannst ja frustfrei fliegen. Ich weiß nicht, wie du gerade in Übung bist, ja zurzeit sowieso nicht, aber davor. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Hilf mal kurz auf die Sprünge. Mit dem Chili, Kurvenflug, Genau. Übung vom Dass Karl. du den eher schneller einleitest. Also, dass du den Pro-Stall, und ich glaube, wir haben Pro-Stall geflogen, ja, dass du den noch ein paar Mal übst, ja, und dir auch zugestehst, dass der Pro-Stall auch mal nach vorne ausgeleitet werden kann. Ja. Weil wenn man die ganze Zeit noch Full-Stall übst, ja, hat man eigentlich nur immer das Ding drin, ja, er muss nach hinten gehen. Ja. Jetzt musst du so weit kommen, dass du erstmal schaust, dass der Schirm auch wieder mal nach vorne gehen kann, dass du dir das zutraust, aha, er geht nach vorne, du musst ihn abfangen und irgendwann hast du das drauf, ja, dass du den nur kurz drauf gehst und sofort den Heli einhaltest. Ja. Aber ich hoffe, du machst es nicht über Grund, sondern ich hoffe, wir sehen uns am Training. Und dann werden wir das üben können. Würde mich freuen. Letztes Wort zum Freitag, würde ich mal sagen. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, könnt ihr gerne noch mal stellen. Ansonsten bleibt mir wieder mal nicht mehr zum Sagen als vielen lieben Dank. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und wünschen wir euch erstmal ein schönes Wochenende, frohe Ostern. Und wir sind am Donnerstag wieder da um 19 Uhr. Same, same. Und zum Thema Starten und Landen. Ihr dürft auch noch was sagen. Es kommt keine Frage mehr, dann kann ich jetzt lesen. Genau, vom Fullstall zum Starten. Ja, man muss ja keine Reihenfolge haben. Und der Sam schreibt gerade, wenn es stattfindet, komme ich mit Karl im Juni zum Training. Freuen wir uns. Okay, super. Wir drücken die Daumen. Alles klar, ihr Lieben. Dann, ich sehe jetzt aktuell keine Frage mehr. Genau, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende, frohe Ostern. Hoffentlich ist der Osterhase brav gewesen. Und dann sehen wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Gesund Ciao. bleiben. Bis nächste Woche. Genau, gesund Ciao. bleiben.